Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Fleisch gehört seit Urzeiten zu unseren wichtigsten Nahrungsmitteln. Auch wenn sich die Lebens- und Ernährungsgewohnheiten im Laufe der Zeit ändern, wir Menschen könnten ohne Eiweiß, Vitamine, Mineralstoffe und Eisen, die im Fleisch unter anderem enthalten sind, nicht überleben. Die wenigsten von uns wollen darum auf ein saftiges Steak, einen knusprigen Braten, auf ein zartes Geschnetzeltes oder ein herzhaftes Eintopfgericht verzichten. Und auch Spitzenköche wie der Armin Amrain sorgen mit ihrem Können dafür, dass einem die Freude am Fleisch erhalten bleibt. Grüezi miteinander. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Und Bilder von schlechter Tierhaltung und unzumutbaren Tiertransporten haben viele Leute aufgeschreckt. Die Antwort auf die negativen Schlagzeilen von Coop heisst Coop Naturaplan. Das Fleisch aus tiergerechter Fütterung und kontrollierter Freilandhaltung. Naturabief ist Fleisch von Jungrindern, die natürlich aufwachsen. Viel Auslauf und eingestreute Liegefläche mit Tageslicht sind Vorschrift. Das Futter besteht aus Muttermilch, später auch aus Gras und Heu vom eigenen Betrieb. Zusatzstoffe oder gentechnisch veränderte Futtermittel hingegen sind verboten. Auch Naturaplan Boer ist Fleisch aus kontrollierter Freilandhaltung, mit hohen Anforderungen an die Haltung, an das Futter und an die Aufzucht. Und das spezielle Schweinige kommen sie nur bei Coop über. Die Säule haben den ganzen Tag freien Auslauf. Es hat ebenfalls eingestreute Liegeplätze und genug Raum zum Fressen. Und dass es diesen Tieren unter sonnigen Bedingungen einfach sauwohl ist, belegen die Bilder eindeutig. Wie man sieht, bringt Coop Naturaplan den Tieren lauter Vorteile. Und was haben denn eigentlich wir Konsumentinnen und der Küchenchef davon? Für mich ist es aromatischer, besser im Geschmack und was auch sicher für Sportmänner interessant ist, man hat beim Kochen weniger Gewichtsverlust. Und beim Essen rundum ein gutes Gefühl. Richtig, das gilt natürlich auch für das Rezept von heute, klarne Fleischvögel. Für die Füllung Zwiebeln und presste Knoblauch im Anken andämpfen. Nach dem Abkühlen Schabziger und Mascarpone drunter mischen. Dann Stangensellerie und Rüebli in Stängeli schneiden und im Dampfkörbli weich garen. Jetzt dünne Plätzchen vom Stotzen mit Salz und Geienpfeffer würzen. Die Schabzigermasse bis auf einen 2 cm breiten Rand drauf glatt streichen. Das Gemüse ebenfalls darauf verteilen. Den Rand der Plätzchen auf der Längsseite drüber legen, aufrollen und mit Kochischnur binden. Inner 30 Jahren haben sich Davidoff Swiss Indoors zu einem der bedeutendsten Hallentennisturniere der Welt entwickelt. Coop gratuliert zu dem Jubiläum und lässt sie ein zur Wahl vom Tennis Player of the History. Sie entscheidet, welcher von den 12 grössten Tenniscracks gewählt wird. Und am 10. Oktober, das ist der Finalsonntag der Davidoff Swiss Indoors, ein Gewinner oder der Gewinnerin von unserem Wettbewerb den Hauptpreis übergibt. Wer bei der ersten Runde mitgemacht hat, kann heute schon 2 von 800 Eintrittskarten gewinnen, die insgesamt verlost werden. Das mal offeriert vom spritzigen Durstlöscher Henier Roth, Wernli Biscuit Noxetti, Coop Naturaplan Orangensaft, Nivea Shampoo und Arni Milchschocki. Und jetzt zum grossen Jubiläumstreffer, einem Mercedes-Benz C 180 Sport im Wert von mehr als 50'000 Franken. Der neue Mercedes C 180 Sport bringt sie auf Touren, bevor sie einen einzigen Kilometer gefahren sind. Schon das Styling verratet eben die innere Topform der C-Klasse. Sie sehen, mitmachen lohnt sich. Vielleicht sind Sie schon bald selber Besitzer oder Besitzerin von dieser fantastischen Limousine. Jetzt geht es aber zuerst weiter mit dem zweiten Teil des Rezepts. Bitte, Armin. Auch wir in der Küche sind ziemlich schnell und haben inzwischen alle Fleischvögel bereit gemacht. Portionenweise im Mehl wenden, dann in der heißen Brotbutter anbraten und rausnehmen. Für die Soße einen Löffel Tomatenpüree in die Pfanne geben, dann sie Äpfelwein oder Äpfelsaft ein bisschen einköcherle, Bouillon aufkochen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dann Fleischvögel zurück in die Soße legen und zudeckt ca. 10 Minuten schmoren. Ich wünsche euch jetzt schon viel Vergnügen beim Ausprobieren. Danke, Armin. Beim Fleisch von Coop Naturaplan ist die Sicherheit sehr gross. Man kann die Herkunft bis zum Bauer zurückverfolgen. Es erfüllt also höchste Ansprüche an beides, an die Qualität und an die artgerechte Tierhaltung. Zum Schluss jetzt wie immer ein paar Aktionen. Brüsseler aus Belgien im 500-Gramm-Beutel kostet 2,20. Vialone-Reis kommen Sie im Duopack einen Franken günstiger rüber.
Und mit der GoProfit-Karte gibt es zweimal 500 Gramm Jubilor Bohnenkaffee Classico zum Superpreis von 6,70 Franken. Denn Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute aus dem GoFrischmärz-Studio. Danke, dass Sie zugeschaut haben und auf Wiedersehen.